Hallo liebe AllRap.de-User, wir haben mal wieder ein Video für euch aufgenommen und zwar wollen wir uns dieses Mal das Relicted Agree-Event angucken und da den Story-Mode zum Xeno-Analyst 2. Mayo hat sich wieder rangewagt an diesen World-Boss und ja, sag mal was dazu. Ja, erstmal muss er sich aufladen, dann fange ich an. Ja? Okay. Er braucht immer ein paar Sekunden, bis er sich aufgeladen hat, bis er böse wird. Nachdem man die Konsole vor ihm betätigt hat. Also wenn man in den Raum geht, ist es wichtig, dass ihr ruhig an ihn rangehen könnt und euch angucken könnt. Er macht noch nicht so lange, ehe die Konsole noch nicht angefasst hat. Das sollte dann in der Regel der Tank tun. So. Da geht's los. Also ihr seht zum Beispiel, der wurde in der Mitte getankt und drumherum seht ihr diese Säulen. An diesen Säulen befinden sich kleinere Konsolen, die ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt anklicken müsst. Und das ist ratsam, die DDs darum zu verteilen. Hier sieht man zum Beispiel so draufgeklickt. Und es ist wichtig, dass ihr nur einmal raufklicken könnt. Also ihr müsst, das sind sechs Säulen, also sechs Konsolen. Und jeder kann nur einmal raufklicken, weil er einen Debuff bekommt. Und der Grund, warum ihr raufdrücken müsst, ist, dass der Xeno ein Schild um sich herum hat. Und währenddessen könnt ihr halt keinen Schaden auf ihn machen. Also müssen die Sender von dieser Zeitspanne weg. Das heißt also auch, man sollte sich vorher absprechen, in welcher Reihenfolge genau. Man auf die Konsole. Also wir haben uns vorher halt hingestellt vor den einzelnen Säulen und dann gleichzeitig geklickt. Wichtig ist noch zu wissen, dass wenn diese Panels geklickt wurden, dass Xeno dann einmal einen deftigen AE-Schaden raushaut. Also das sind dann irgendwas um die 4 bis 5k. Also man sollte da schon ein bisschen, die Heiler sollten sich darauf gefasst machen, dass man da ein bisschen Schaden abkriegt. Aber eigentlich sollte das nicht gefährlich werden. So, die nächste Phase ist dann halt, dass diese Datenkerne sich aktivieren. Die stehen in Verbindung mit dem Xeno, also oder er mit ihm. Und die müssen wirklich innerhalb von 30 Sekunden müsste die down machen, was eigentlich kein Problem darstellen sollte, weil die nicht wirklich wahnsinnig viel Leben haben. Weil sonst macht Xeno, sucht er sich einfach irgendeinen beliebigen Spieler aus, wenn er es nicht schafft in der Zeit, und fügt diesen massiven Schaden zu. Wir haben es halt noch nicht erlebt, aber massiver Schaden klingt mir nach Boom-Tod. Also quasi so ein Zwischengap, dass man genau zerstören muss, sonst ist der Kampf vorbei. So, und dann kommen die Ads. Das ist dann noch die nächste Phase. Die sollten auch so schnell wie möglich down gemacht werden, weil, wie ihr seht, machen die sehr, sehr viel Schaden. Baduz. Das passiert dann halt, wenn der Tank nicht auf einmal alle Ads für sich bekommt. Manchmal, wenn ihr Glück habt, könnt ihr hier auch an dieser Stelle die Jabas bekommen, die anstelle dieser Bestien auftauchen. Die vertragen dann auch wesentlich weniger. Also die sind dann meist schneller down. Aber das ist halt eine Chance von, ich habe keine Ahnung, noch nie erlebt. Ist das eigentlich abhängig davon, wie oft man schon gewiped ist, oder ist das einfach nur keine Ahnung, ob das einfach nur ein Gimmick ist, ein Zufallsgimmick, oder ist es mir nicht, also das habe ich noch nicht so herausgefunden. Und danach wieder weiter gewohnte Schaden drauf machen. Was muss man machen, um zu dem Weltboss zu kommen? Steht der einfach so rum? Kann man einfach rein? Oder ist der, der befindet sich in der grauen Sekante, in dem Gree-Raumschiff. Dafür müsst ihr allerdings den Ruf Neuling haben und euch dann bei den Gree-Händlern den Pass kaufen, damit ihr diese graue Sekante betreten dürft. Und dann kommt ihr da einfach rein und dann steht er da rum, ja. Braucht den jeder, den Pass, der in der Gruppe ist? Okay. Jeder muss den Pass. Und es ist auch nicht so, dass wenn du den mit einem Charakter freigeschaltet hast, ist dann für alle, sondern du musst mit jedem Charakter diesen Pass kaufen. Der kostet aber nur 1000 Credits, also sollte das eigentlich niemandem wehtun. Sondern ja, und Neuling ist ja jetzt auch nicht so. Ja, ist der zweite Rang, also den du kriegen musst. Ja. Also die Zugangsvoraussetzungen sind relativ simpel. Ja, du machst 2 Tage oder was, dieses Event, und dann hast du es eigentlich schon. So, wenn der Gute bei 20% ist, sollte man möglichst sehr, 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 sehr viel Schaden raushauen, weil
er dann nicht Enrage geht. Enrage geht dann nach 10 Minuten. Also das sagt er auch am Anfang. Er sucht sich dann irgendein beliebiges Mitglied aus und schießt wirklich massiven Schaden auf denjenigen, dass der eigentlich relativ instant umfällt. Das werdet ihr gleich mal sehen. Jetzt fängt der Modus an, das ist ja dieser Abschlussmodus von ihm. Und dann dreht er sich so im Kreis und sucht sich einfach nach und nach jemanden aus und zeigt dem mal, was sein Laser kann. Das hat wirklich die letzten 20% so viel Schaden wie geht. Wir haben die Ads zum Beispiel, die da gerade noch gekommen sind, die haben wir einfach außen vor gelassen. Die werden einfach rumgekitet, damit der Rest der Gruppe ordentlich Schaden machen kann. Da jemand schon einen Lebensbalken der einzelnen Gruppenmitglieder sieht, dass sie doch ganz schön knäppelig langsam sind. Erwartet man ja auch von so einem großen Druiden, dass er ein bisschen was drauf hat, oder? Also ja, wobei es jetzt auch nur der Story-Mode ist und dafür sorgt, da macht er auch schon ganz schön viel Schaden. Ja. Und da haben wir ihn hingelegt. Da fällt er in sich zusammen. Ja, also wie ihr seht, im Story-Mode auch nicht unbedingt einfach, aber auch nicht wirklich schwer. Kann man schon durchaus schaffen. Ja, eigentlich schon. Also wenn man eine gut eingespielte Truppe ist sowieso, dann sollte das gar kein Problem sein. Jetzt muss nochmal die Ads noch dauern, die da noch rum, die noch spazieren gehen. So, dann noch die Toten aufheben und dann können wir den Loot einsammeln. Oh, ist ja nur ein Toter. Das geht ja. Da hinten steht er schon wieder. Das ist nur so eine... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine gute Version von ihm. Zwei davon. Ja. Schade, dass der nicht mitgeholfen hat, oder? Was ich meine. Das wäre dann ein bisschen arg einfach. So, dann sehen wir noch ein schönes Höschen, war das, glaube ich, ja. Ja, das waren Beine. Ein Höschen. So, und dann gibt es noch die Marken dafür und auch noch gleich die Komponenten der grauen Helix, damit wir uns den schicken Gleiter noch holen können, irgendwann mal. Die blaue Kugel. Und dann wäre 10 Uhr auch fertig. Ja, das war's dann auch schon. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer auf oldrap.de und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Tschüss!